So, ich habe jede Menge Erbern. Erbern, Erbern. Aber wir haben jetzt viele Erbern. Erbern, Erbern. Erbern, 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 Erbern. Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley. Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob. Stardew Valley, Stardew Valley. Mit der Macintosh. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch Bob 42 und der Macintosh spielen Stardew Valley. Mein Name ist Bob. Und ich bin Butch. Und ich bin dann ja wohl Mike. Jo, und wir spielen Stardew Valley und wenn euch das gefällt, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, dass ihr auch keine anderen weiteren Videos hier auf dem Kanal verpasst. Ich starte mit nicht voller Energie in den Tag. Was ist da los? Ja, weil du gestern übertrieben hast und nach 0 Uhr ins Bett gegangen bist. Das reicht schon, wenn man nach 0 Uhr ins Bett geht? Ja, dann kriegst du nicht volle, also je nachdem, wie weit deine Energie runter ist. Aber dann kriegst du, die wird nicht mehr komplett hergestellt dann. Ah, okay, so jetzt habe ich das endlich auch mal kapiert. CC. He get it. Ich muss mal bei mir, finde mein eigener Ingame-Sound ist irgendwie auch noch ein bisschen laut. Also, die Musik. So. Was haben wir heute vor? Wir haben heute vor, wir wollen zu Ballern. Clint. Zu Ballern. Clint. Wir wollen uns was zu essen schnappen, wir wollen zu Clint, wir wollen dann ein paar Sachen von Mike verbessern und dann wollen wir schön Schädelmine ballern, habe ich gehört. Oh ja. Hier sind Erdbeeren gewachsen, krass. Aber ich habe no time für die Erdbeeren. So, ich habe mir ein bisschen was zu essen mitgenommen, den Kaffee hebe ich mir auch noch für die Schädelmine auf. Kaffee. Denkt dran, dass er euer Werkzeug wegpackt, außer Schwert und Spitzhacke. Ja, ich bin schon dabei, ich hatte Kistenproblems. Dann die Eisenbarren, Kupferbarren und so müssten bei Clint rumliegen. Angel nicht, Sense nicht. Achso, du hast ja deine Kiste hingepackt, ne? Genau. Eine Kitte. Sisi. So. Sisi. Ja, irgendwie muss ich mir für die Ecke hier mal noch was überlegen. So. Auf zum Clint. Komm hier mit Mike. Mike, komm hier. Mike. Ja, Mike, komm hier. Ja, hier. Hier, ich kenne eine Abkürzung. Vertrau mir, ich kenne eine Abkürzung. Okay. Ach shit, das dreckige Eierfest. Oh ja, so nö. Vertrau mir, ich kenne eine Abkürzung. Oh Mann. Ah, wir können heute warten auf andere Spieler. Oh je. Yeah. Oh, dann scheiße, wartet ihr jetzt auf mich? Ja. Oh, ich habe eigentlich voll keinen Bock auf dieses Eierfest. Ich habe auch keinen Bock aufs Eierfest. Ach, diese Eier. Ist das nicht das Problem, dass der Tag dann schon wieder vorbei ist? Ja, genau das. Ich könnte auch einfach in die Wüste fahren. Nee, weil Pam ist nicht da. Oh doch, Pam ist da. Doch, Pam kommt. Aber dann hat Mike, aber Mike hat keine Spitzhacke. Das. Genau, Mike hat keine Spitzhacke. Kombutsch. Ja, ich komme schon. Wird eine kurze Folge heute. Wird eine kurze Folge. Lalalala. Diesmal kann Mike jetzt auch, dann kann Mike jetzt allen Hallo sagen. Das ist auch so eine Quest, die man am Anfang hat, oder? Und wir könnten Flamingo kaufen. Also eigentlich möchte ich gar nicht mit denen reden, allen hier. Doch. Ja, Wenn ihr wollt, dass ich das tue, dann mache ich das. Doch. Ja, um die Soll Quest, ich die auch alle vorlesen? Nein, bitte nicht. Um Gottes Willen nicht. Okay, dann klicke ich das einfach alles weg. Oh, wir müssen dann jetzt bei der Eiersuche schön meine Frau besiegen. Gar kein Problem. Ja, haben wir schon mittlerweile die beste. Ich habe mittlerweile die beste Route. Ey, vor allem, du hast dich voll inselmäßig angezogen, Butch, ne? ich hab die besten Klamotten. Hast du Hühner auf deinem Hof? Ja, die beste Route. Ich denke mir so, was hat das denn jetzt damit zu tun? Ja, die beste Route, die... Ja. Hey, guck mal, Juanita ist auch da. Ja, PJ konnte leider noch nicht mitkommen. Ist noch zu klein. Der muss noch bei Oma schlafen. Ja, ne, die Großeltern, die bemühen sich nie. Die verlieren auch nie ein Wort über ihre Enkel. Tja. Keinen Bock haben die. Das verstehe ich nicht. Der hätte sich echt ein bisschen mehr Mühe geben können. Ja. Mal gucken, es kommen ja noch ein paar Updates, vielleicht verbessert er das dann nochmal so ein bisschen. 1.6, da kommt alles. Da wird alles gefixt, gar kein Problem. Alles gefixt. iPhone 6?
iPhone genau. 6, ja. So, Mike, hast du allen Hallo gesagt? Nicht allen, aber ich bin damit beschäftigt, hinter dieser Statue zu stehen und rauszugucken. Das ist ein Fotobooth. So, kann losgehen dann? Kann losgehen. Meinst du, dass jeder für die Eiersuche bereit ist? Ja, lass mal. Eiersuche. Komm. Los, ich hab halt nur hier mit dem Quatschen geschlammt, aber... Ach. Komm ja noch ein paar wirst du schon erwischt haben. Ja, ja, ein paar habe ich. Dann gehe ich einfach nach... Zeit für das Highlight der heutigen Festivitäten. Die jährliche Frühlings-Eiersuche. Ja. Ganz ruhig, Kinder. Ihr braucht eure Energie noch, wenn ihr die meisten Eier finden und den Preis abstauben wollt. Nun denn, sind alle bereit? Ich gehe unten links lang. Lasst die Eiersuche beginnen! Ah, ich häng fest. Du, 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 du. Eins. Du, 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 du. Zwei. Du, 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 du. Drei. Drei. Vier. Ah! Fünf. Ah. Vier. Ah. Ah, ich kack voll ab. Geht woanders hin. Ah, schaff ich noch. Sechs. Fünf. Sieben. Ich hab nur vier. Sechs. Komm schon, gib mir wenigstens. Acht. Da ist noch eins, da ist noch eins, da ist noch eins. Ah, nee, das ist Jazz. Hä? Was macht die denn an diesem Busch? Na, sich verstecken. Hat sie Jazz im Bus versteckt? Warum sieht sie aus wie ein Ei? Weil sie eins ist. Wow, schaut euch all die Eier an. Wenn ich euch Kinder dazu kriegen könnte, Müll so effizient aufzusammeln, hätten wir die sauberste Stadt diesseits des Edelsteinsees. Und jetzt, der Gewinner der diesjährigen Eiersuche. Butch! Ah. Hier ist dein Preis. Viel Spaß. 1000 G. Ich hätte gern ein eigenes Konto. Wo mein Preisgeld jedes Jahr draufkommt. Ja, bis ich mich dann selbstständig machen kann. Dann, schön. Dann haben wir jetzt noch Zeit, uns auf morgen dann vorzubereiten. Yeah, stimmt. Jetzt können wir. Ich kann noch ein bisschen Futter irgendwie einpacken. Das geht. Futter einpacken. Warum ist mein Kind noch wach? Tja. Ja, ist Samstag. Komm, dann kann auch mal länger. Kann es auch mal länger wach bleiben. Oh, hier sind noch Erdbeeren reif, Mike. Ja, das hatte ich ja gesagt. Ah. So, ich nehme auf jeden Fall einen Bodeneintopf morgen mit. Und die Obst, obwohl die Obstbäume, ich glaube, das bringt gar keine Hofarbeit, also das kann ich auch gern machen dann. Also mach mal die Obstbäume, es gibt bestimmt Hofarbeit und dann nein, gibt doch keine. Nee, Wein bei den... ist fertig, Digi. Alter. Oh, geil. Na, die uralten Früchte, die lassen gerade wieder ein bisschen auf sich warten. Aber was ist es für Wein? Ist es auch Preiselbeer oder ist es uralter Wein? Nee, ist uralter Früchte? Wein. Geil. Ja. Das ist ja hervorragend. Wein. So, ich habe jede Menge Erbern. Ja, geil. Erbern. Ja, wie viel? Warte, ich guck mal. 81 Wein. Hui. Aber das haben wir freie gut. Fässer? Nee, ne? Doch, ich denke schon. Unten Erbern. Links müsste noch ein bisschen bei was dir, sein. Bei dir sind auch noch welche frei. Ach so, ja, stimmt. Bei mir sind auch noch welche. Ja, auf jeden Fall. Erbern. Und der Rest wird vertickt, weil bei mir ist echt kein Platz tatsächlich. Erbern. Ich glaube, Mike ist kaputt. Mike ist kaputt. Wir brauchen einen neuen Mike. Erbern. Haben wir noch Mike da? Haben wir noch zwei Mike? Noch? Zwei noch? Ja, bisschen ist noch da. Aber wir haben jetzt viele Erbern. So, das haben wir hier. Ein verdammtes Pferd ist weg. Mein Pferd. Oh, ja. Oh, es wird viel zu spät. Ich glaube, alle Fässer. So.
48 Wein kann ich noch verkaufen. Los geht's, Ada. Geil. Ab dafür. Gib gut Geld. Oh, bam. Ja. So, die kommen auch noch rein. Ach, hier ist noch ein Iridium-Barren drin. Der Drogenhandel muss laufen. So. Wird schnell ein Nickerchen gemacht. Und dann geht's aber in die Wüste. Ja, komm, es gibt schon so ein paar hunderttausend. Hofarbeitsstufe 3. Oh yeah. Ah, okay. Ah ja. Oh, krass, nicht ganz 80.000. Ich hätte gedacht, dass es, ich hätte sogar gedacht, dass es noch mehr gibt. Ich auch. Weißt du, was du... Ah nee, das ist der übrig geblieben ist, ne? Ja, klar. Ah, okay. Ja, gut, dann ist okay. Dann ja, ist selbstverständlich, okay. Ich hab da jetzt nicht, also... Ich dachte, dass schon so richtig Wein fertig wäre. Nein. Also ich hab ja nicht... Ah. Ihr glaubt doch nicht, dass ich, also wirklich... So, dann können wir jetzt aber dann zu Clint. Ja, es hat sich's ausgeeiert. Königin der Soße. Siehst du jetzt, Kupferaxt ist bereit. Königin der Soße? Die gute Königin der Soßen. Mhm. Ganz wichtig. Die hat mir gerade nochmal erzählt, wie man Kartoffelpuffer macht. Aber das weiß ich nicht. Ach so, ja, richtig. Fernsehen habt ihr mir ja. Ja, Fernsehen ist wichtig. Ach so, das habe ich gar nicht geguckt, weil es mir egal. Nee. Und hier sind auch ein paar Sachen. Hier sind auch wieder Sachen zum Ernten dann fertig. Also heute steht, die Geister sind heute höchst unzufrieden. Sie werden ihr Bestes geben, um dir dein Leben schwer zu machen. Ist egal. Sollen sie nur kommen. Let them come. Die Königin der Soßen. Grüße, ich bin es, die Königin der Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte aus meinem geheimen Kochbuch vor. Das Gericht dieser Woche ist Kartoffelpuffer. Etwas Einfaches, aber gleichzeitig Gutes. Du musst einfach nur ein paar Kartoffeln raspeln, ein wenig Salz hinzufügen und das Ganze in deinem Lieblingsöl bis zur Perfektion braten. Klingt einfach, richtig? Nun, ich habe hier noch ein paar Tipps, wie du den Job noch weiter zu erleichtern. Was? Du hast gelernt, wie man Kartoffelpuffer macht. Ja, danke. Sehr gut, Mike. Sehr gut. Jetzt fehlt dir nur noch eine Küche. Ja, mir fehlt nur noch eine Küche, aber draußen müsste ja Robin an meinem Haus rumhämmern. Ah, das sieht man bei den Mehrspielerhütten sieht man das leider nicht. Ja. Ah, okay. Ja, das finde ich auch ein bisschen schade. Das bisschen Animation hätte er ja nur auch noch reinprogrammieren können. Macht den Braten ja nun nicht so fett. Ach so, ah shit, zu Clint. Ja, Clint, es ist hier noch so viel zu tun auf dem Clint. Hof, man kommt zu nichts. Nee, Mann, scheiß auf Hof. Ja, nee. Mine, Junge, Mine. Yay. Hier, Mike, jetzt hier, ich kenne Abkürzung. Komm, hier. Abkürzung. Ab in die Stadt. Wir sind viel zu früh. Toll. Und mein Pferd ist jetzt auch weg. Mein Pferd. So, Clint, mach auf hier den Laden, Junge. Scheiße, da wollte ich gar nicht hin. Wo bist du denn hin? Scheiße, da auch nicht. Ich hab gedacht, ich fahr einfach wieder jetzt zu... jetzt los, Clint. Nee, Clint hat jetzt offen. Jut, ich komme. So, Kupferaxt haben wir. Kupferaxt bringe ich auch gleich wieder rein bei ihm, ne? Ja. So, jetzt eine Stahlaxt werden. Hab ich gehört. Ja, ja, ich komme auch noch schnell. Sehr schön. Ich komme auch noch schnell. Ich komme schnell. Dann begebe ich mich schon mal in Richtung Wüste. Ja. Ah ne, Pam ist noch gar nicht da. Oh, ey, Pam. Wie lange kann man brauchen? Ja, sorry, Pferde. Oh, die lässt sich Zeit. Stahl. So, jetzt aber. Geil. So, jetzt, wo ich gerade mal hier Zeit habe, Jungs und Mädels. Ich habe ein Thema vorbereitet, richtig gutes. Und zwar, es geht um ein Phänomen. Ein Phänomen, das ihr definitiv kennt. Und zwar hattet ihr, also gut, was heißt definitiv? Ihr werdet es wahrscheinlich kennen, setze ich jetzt mal voraus. Hattet ihr schon mal so einen Augenblick, wo... Ihr habt so ein bestimmtes Thema oder ein bestimmtes Ereignis oder irgendwie so habt ihr gehabt, von dem ihr so erfahren habt, meinetwegen auch zum ersten Mal. Und dann die nächsten Tage, Wochen, von mir aus auch Monate, trefft ihr immer wieder auf dieses Thema. Oh ja. So vorher nie und danach dann immer mehr und immer wieder. Und dann so, oh, und dann
geht so in Richtung Paranoia hier, ne? Irgendwer spioniert mich aus und weiß, was ich denke und sowas. Ja, das kenne ich leider viel zu gut. Ich könnte dir jetzt gar nicht genau sagen, um welche Leiter. Wo seid ihr eigentlich? In der Wüste. Butch, hast du Mike nicht mitgenommen? Also ich bin auch in der Wüste, aber ich sehe euch nicht. Ganz oben links. Oasis. Ganz oben links. In diese Höhle reingehen. In die Oasis? Nee, oben links. Also oben links. Ich habe so unten links verstanden. Ah, nein, oben. Nordwesten. Also dieses Phänomen, das du da gerade beschrieben hast, ja, das kenne ich mit Menschen. Also du hast, du lernst jemanden kennen, den hast du noch nie gesehen, denkst du, und plötzlich taucht er überall auf. Auch in der Schule, geht vielleicht auch in selbe Kurse wie du. Ein Loch? Ja, also das würde ich, glaube ich, auch mit da zu diesem Phänomen dazuzählen. Ich kann euch nämlich sagen, ich habe letztens herausgefunden, wie das heißt, weil es gibt tatsächlich einen wissenschaftlichen Namen dafür. Und der Name ist auch gar nicht in dem Sinne so unbekannt. Es nennt sich tatsächlich das Bader-Meinhof-Phänomen. Also im Deutschen. Ich sogar mal gehört. Im Deutschen zumindest. Im Englischen heißt es Frequency Illusion oder auch Frequency Bias. Hier ist ein Drache am Rumfliegen. Ja, mach kaputt. Ja, ich versuch's. Und dafür lass dich nicht treffen. Lass dich nicht treffen. Ja, also ganz doll getroffen. auf deine Health-Anzeige achten, ne? Das hat mich einmal getroffen. Das ist tatsächlich ein Phänomen. Es ist eine Wahrnehmungsverzerrung. Ja. Also natürlich hörst du nicht öfter von irgendeiner Sache, nur weil du einmal davon gelesen hast oder so. Das ist halt völliger Quatsch, aber. Du bist halt dann, wie soll ich sagen? Ein bisschen mehr drauf fokussiert. Du bist ein bisschen mehr fokussiert. Das Thema. Genau. Und das nennt sich das Bader-Meinhof-Phänomen. Ich bin übrigens tot. Das fand ich so. Du bist tot? Ja, in Ebene 3 bin ich gestorben. Aber warum? Ja, weiß ich nicht. Ich war ja alleine. Okay, nächstes Mal müssen wir zusammenbleiben. Jetzt bin ich im Krankenhaus. Ja, nee, egal. Macht ihr mal weiter. Ich mach dann auf dem Hof irgendwas. Sehr gern, dann mach da entspannt. Ich sag mal so, bisher haben wir auch. Also, ich habe bisher auch noch kein Iridium gehabt, ne? Ich auch nicht. Das ist ein bisschen schlecht. Ja. Aha, wir waren auch schon mal besser. Da drüben ist eine Leiter. Ich habe ein Iridium bekommen. Seid ihr eigentlich ja gerade zu zweit irgendwo oder seid ihr beide in einer eigenen Ebene? Nee, wir sind beide auf derselben Ebene. Wir sind hier gerade zu zweit. Ja, das sollten wir vielleicht beim nächsten Mal auch so machen, dass ich... Ja. dass ihr mich vielleicht mitnehmt und nicht mich meinem Schicksal überlasst. Ja, das kriegen wir hin. Deswegen Bader-Meinhof-Phänomen. Jetzt habt ihr einen Namen zu diesem Phänomen mal. Das wird mir jetzt bestimmt andauernd begegnen, das Thema. Kennt ihr das, wenn andauernd vom Bader-Meinhof-Phänomen hört? Andauernd, ständig, nur. So, das ist jetzt wie wenn hier jemand, wenn jemand uns abonniert, dann hört er auch immer öfter von uns. ja, ihr könnt quasi euer eigenes Bader-Meinhof-Phänomen könnt ihr. Also das halte ich für eine gewagte Theorie. Da finde ich, das muss man ausprobieren. Ja, natürlich. Das muss man natürlich empirisch belegen. Achso, hier ist eine Leiter. Hier Leiter unten rechts. Das ist dann quasi ein selbst herbeigeführtes Bader-Meinhof-Phänomen. Ich will den Apfel nicht essen. Lass mich in Ruhe. Ich möchte diesen Apfel nicht essen. Gute Reise. Aber was mich richtig nervt, ist, dass er die Sachen immer vorne reinlegt. Und dann hast du es irgendwann in der Hand und dann fragt er dich immer, willst du es essen, willst du es essen, willst du es essen? Und dann muss ich erst wieder ins Menü gehen, alles in die Tasche werfen. Oh, das nervt so richtig an dem Spiel. Das war aber was meinst du mit vorne reinlegen? Ja, das weiß ich auch nicht. Naja, ich hab's irgendwann in der Hand. Ich hab hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis 0 und dann Strich 1, Strich 2. Und wenn ich jetzt Sachen aufhebe, habe ich nichts in der Hand, weil ich sonst immer mit dem Werkzeug daneben haue und nichts aufheben kann. Also ist die Hand leer. Und irgendwann, dann packt das immer oben erst in die freien Fächer rein. Ja, natürlich, und dann erst ja immer in den Rucksack. Ja, der packt immer erst alles ins erste freie Fach. Ja. Ja, das nervt total. Das war zum Beispiel bei Harvest Moon besser. Da konntest du das mit dem Tastendruck in den Rucksack werfen.
Ja, ich finde das, also bei mir geht's, also ich mache das zum Beispiel jetzt auch in der Mine so, also gut, ja, auf dem Hof lohnt sich nicht leider, ja. Wenn ich jetzt ein paar Sachen von irgendwas gesammelt habe, davon etwas gesammelt habe, dann packe ich das quasi runter in die anderen Leisten. Mhm. Dann steckt ja, sich das auch, ja, dann steckt sich das ja im Rucksack quasi. Aber das ist ja trotzdem eine extra Arbeit. Es wäre viel besser, wenn er das da sofort reinhämmern würde. Oder wenn du eine Taste drücken könntest dabei. Na, dann, weiß ich nicht. Concerned Ape ist auf Twitter. musst du ihm vorschlagen als Feedback. Das, glaube nicht, dass das was bringt. Oh, ja. Weil das, ich bin ein Einzelner. Oh, das weißt du halt nicht, ne? Ja. Also, weil ich glaube, sehr viele Leute, die jetzt Stardew Valley spielen, haben früher auch Harvest Moon gespielt. Das stimmt. Ja, klar, also, das ist ja ein Harvest Moon-Klon. Genau. Quasi. Also, selbst ich habe... Ah, okay. Selbst ich habe früher mal, ich habe den Harvest Moon-Teil, der für Super Nintendo damals rauskam. Ah, Mann, das kann nicht wahr sein. Ich habe nur, ich hab nur Back to Nature gespielt auf der PlayStation 1. Habe ich auch immer noch. Meine PlayStation 1 steht auch hinter mir. Ja, geil. Meine steht im Wohnzimmer. Immer noch die allererste PlayStation 1 übrigens, nicht... Okay, na gut, ich habe die PS1. Also ich hatte mir dann schon die kleine die Edition damals geholt. Die PS1 habe ich auch. Dann gesellt sich noch mein N64 dazu und meine PlayStation 2. Und danach war bei mir mit Konsolen Schluss. Danach gab es nur noch PC. Ja. Meine Vierer musste ich verchecken, weil ich auch keine Spiele dafür hatte. Aber bis zur 3 habe ich alle. Aber für die 2er habe ich auch keine Spiele, wirklich. Die habe ich mir dann irgendwann gekauft, als ich die 3er schon hatte. Weiß gar nicht mehr warum. Ich glaube, ich hatte gehofft, da irgendein Spiel wieder spielen zu können. Ich hatte auch mal gehofft, PlayStation auf dem PC spielen zu können, mit über PlayStation Now oder wie das nochmal heißt. Geht ja auch. Aber ich hatte überlegt, mir das zu holen, aber dann gab es nicht das Spiel für PlayStation Now, welches ich gerne gespielt hätte, und habe ich es gelassen. Welches wolltest du denn spielen? Wie hieß das nochmal, dieses Samurai-Ding? For Honor? Keine Ahnung. Das vor ein paar, letztes Jahr, glaube ich, erst rausgekommen ist. Ach so, letztes Jahr, oh, keine Vorletztes Ahnung. Jahr. Ja, keine Ahnung. Nicht Spyro? Spyro? Monkey Island? Nee, weil Spyro war doch das PlayStation-Maskottchen quasi. Ja. Lange Zeit. Sollte es mal werden. Ja. Wo packt ihr denn so Sachen wie Omni-Geode hin und so? In die Stadtkiste. Genau, die To-Go-Kiste da neben der Verkaufskiste. Kann Clint alles mal aufbrechen. Ach, hier auf dem Gelände einfach. Was ist denn das da eigentlich für ein rundes Ding, das neben der Truhe steht? Das ist die geheimnisvolle Kapsel. Und da ist etwas ausgebrochen. Ah. Ja, das könnt ihr hier nachgucken. Oh ja, oh stimmt, die Folge war großartig. Ja, das ist wirklich eine sehr gute Folge. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. Oder das war so. Aber nicht gestern. Nee, das ist eine meiner absoluten Lieblings-Mauzi-Zitate aus Pokémon von Team Rocket, das Mauzi. Es gibt irgendwann eine Folge, wo die auf Team Rocket treffen und Mauzi so: Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, aber es war vorgestern. Alter, das ist so ein richtiger Patrick-Moment eigentlich. Ja. Denke ich bis heute dran. Finde ich bis heute gut. Ja, Pokémon war schon nett. So einige Folgen, manche waren auch echt nervig. Aber ich muss auch sagen, es gibt immer noch keinen vernünftigen Streaming-Anbieter für Digimon. Das stimmt. Niemand streamt Digimon. Ja, und ich verstehe es nicht. Ja, ich verstehe es auch nicht. Warum nicht? All möglicher Quatsch wird irgendwo gezeigt, ne? Pokémon aber Digimon ja auch nicht, überall. Pokémon hat ja sogar seine eigene kostenlose Streaming-Plattform. Ja, Pokémon TV ist die offizielle Pokémon Cook-App. Da gibt es wirklich alles kostenlos von Pokémon. Immer auch wieder Filme. Nicht alle Filme gleichzeitig. Die wechseln immer mal so ein bisschen durch. Es gibt, glaube ich, auch nicht alle Staffeln, aber auf jeden Fall die neuesten immer und die ganz alten. Ja,
Ja, deswegen, ja. Keine Ahnung. Also, weil wir wollten schon ewig mal Digimon mal wieder durchgucken. Aber geht halt einfach nicht. Aber sowieso der allerbeste Streaming-Anbieter von allen ist eigentlich Southpark.de. Oh ja, Southpark, weil da gibt's einfach alles alle richtig gemacht. Southpark-Folgen. Alle. Kostenlos. Ist das für ist das immer. Legal? Ist das legal? Ja, ja, das, offiziell, ja? Das ist die offizielle Southpark Website. Da kannst du alle Southpark-Folgen gucken. Sofort, wenn sie rauskommen. Legal. Ab und zu ein bisschen Werbung. Aber das war's. Ja, ja. Ja, verkraftbar. Dafür nehmen wir das in Kauf. Ja, ist ja ganz einfach. Adblock. Nein, die sollen ja auch dran verdienen. Nein. Ja, das gönne ich denen schon. Die machen ja guten Content. Nein. Stell dir vor, du wärst YouTube-Partner und die Leute gucken deine Videos mit Adblock. Ja. Dann hast du gar nichts von. Das ist sehr, sehr unrealistisch, die Vorstellung, YouTube-Partner. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das heute überhaupt noch Leute schaffen, also neue Kanäle. Ich glaube, das sind nur noch die, die es schon immer gibt. Die kriegen das alles und die neuen haben Pech gehabt. YouTube-Partner wirst du sehr einfach sogar. YouTube-Partner sind alle die, die mit YouTube Geld verdienen. Ja, aber dazu brauchst du ja mindestens 10.000 Abonnenten, glaube ich. 1.000? Nee, 1.000 nur. Ja gut, trifft auf mich ja nicht zu. Ja, machst du 999 Fake-Accounts und dann geht das schon. Aber echt? Ja, genau, das klingt nach musst genau halt nur, der musst dann halt nur zusehen, dass du mit all diesen Fake-Accounts auch immer deine Videos guckst. Ja, genau. Damit die jeden Views Tag halt reinkommen. Ohne stimmt, die Watchtime muss ja auch noch. Steh ich morgens und ich kaufe mir einfach 99 Computer und die siehste? Laufen dann den gleichzeitig. Ja, das siehste? Ist eine gute Idee. Lösungsansätze. Lösungsorientiert arbeiten. Das finde ich gut. Ja, so mag ich das. Gut, dann alles klar. Diese und andere lösungsorientierte Ansätze sehen wir dann nächste Woche hier bei uns weiter. Und wenn ihr das sehen wollt, natürlich liken, abonnieren, Glocke drücken, um nichts zu verpassen. Und um die Zeit bis dahin zu überbrücken, guckt gern bei der Mikintosh vorbei. Jeden Tag eine Stardew Valley-Folge. Bam, oh, bam. Ja. Bam, bam, bam. Konsumieren, konsumieren. Content, Content, Content. Haben wir noch Content? Haben wir zwei noch? Zwei noch. Erbern. Ja, stimmt, wir haben ordentlich Erbern verkauft. Erbern. Alles klar. Also dann, Jungs, gute Nacht. Gute Nacht. Erbern.